Heute dürft ihr mal wieder mich begleiten. Ich bin's, Ivy. Heute findet immerhin der große Wettbewerb im Dorf statt. Ob ich und mein Kürbis wohl gewinnen werden? Oh, und keine Sorge, den Geburtstag meiner kleinen Geschwister werden wir natürlich auch nicht verpassen. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 51. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war ja sehr, sehr aufregend. Einerseits haben wir Daisys Hochzeit gefeiert und andererseits haben wir wieder Zwillinge bekommen. Denn jetzt sind auch die kleine Flora und der kleine Oren Teil unserer Familie. Und auch dieser Part wird wieder sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich einige Tage vorgespielt und heute haben wir jetzt wieder Samstag und das bedeutet, heute werden die Zwillinge tatsächlich schon zu Kleinkindern. Und außerdem findet heute der Wettbewerb statt, an dem wir mit Ivy teilnehmen möchten. Das heißt, deren Geschichte werden wir heute vermutlich auch erfolgreich abschließen können. Übrigens habe ich wieder eine Kleinigkeit anzukünden. Diesen Samstag, den 14. Januar, spielen wir auf Twitch wieder an unserem Speedrun der 100 Baby Challenge weiter. Und diesmal heißt es wirklich, der Stream endet erst, wenn wir 100 Babys haben. Also schaut sehr, sehr gerne vorbei, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Aber gut, jetzt starten wir in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Unsere Ivy kümmert sich gerade um unsere Socke. Und wie wir sehen, sie haben eine perfekte Beziehung. Das heißt, wir haben maximale Beziehung mit einer Kuh, einem Huhn oder einem Lama abgeschlossen. Und nun müssen wir eben nur mehr einen Wettbewerb gewinnen und es stirbt ein Huhn. Okay, es wird nun Zeit für Adelheid, die weiten Wiesen des Himmels zu durchstreifen. Ja, kann man nichts machen. Tut mir sehr leid, Adelheid. Wir haben uns tatsächlich gar nicht so gut um dich gekümmert. Sind eigentlich schon alle Hühner tot? Oh, ja. Ich kaufe mal schnell ein paar Hühner. Eine braune Henne, eine schwarze Henne, weiße Henne und einen weißen Hahn. Schön, irgendwie gingen die ganz schön unter. Jetzt ist unsere Adelheid gleich weg und dafür haben wir ein paar neue Hühner. Also schreibt mir gerne Namensvorschläge für sie in die Kommentare. Wo ist denn jetzt eigentlich der Sensenmann? Ist er noch da? Ach, keine Ahnung. Emma, warum machst du hier eigentlich einen Nap? Ich verstehe nicht ganz. In diesem Haushalt geht irgendwie alles drunter und drüber. Rose ist auch sehr, sehr wütend. Warum? Kontrollverlust wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Und jetzt brüllt sie einfach Ivy an. Rose, was ist los mit dir? Ja, Livia fühlt sich gut. Die tanzt hier. Irgendwie tanzen hier immer gerne alle. Okay, Livia, du musst ins Bett. Warum hast du in der Nacht nicht geschlafen? Geh bitte schlafen, kleine Livia. Oh, und heute wäre auch das Frühlingsfest. Wir könnten natürlich auch nach Eier suchen. Ja, bevor du schlafen gehst, kannst du noch überall nach Eier suchen. Vielleicht findest du ja was. Suchen wir einfach überall. Und dann geh schlafen. Ich glaube, das passt ganz gut. Rose, ja, Rose, geh auch schlafen. Oh mein Gott, warum sind die alle so müde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Livia hat tatsächlich was gefunden. Sie hat sehr viel gefunden. Ein normales Ei, ein oranges Ei und ein blaues Ei. Sehr, sehr cool. Geben wir einfach alles mal in den Kühlschrank. Können wir ja vielleicht irgendwann noch brauchen. Wie ich schon angekündigt habe, werden wir heute am Wettbewerb teilnehmen. Aber der findet erst am Nachmittag statt. Also von 15.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, die Zwillinge haben heute Geburtstag. Der perfekte Antrag? Was ist denn das? Ach so. Das Romantikfestival findet auch wieder statt. Alles klar. Brauchen wir gerade nicht. Aber Ivy wird jetzt einfach gleich mal einen Kuchen backen. Und dann werden wir ein paar Leute einladen, um eben den Geburtstag der zwei Kleinen zu feiern. Backen wir einfach einen Honigkuchen. Und Emma, du kannst eigentlich gleich mal ein Ereignis starten. Und zwar, wir werden heute ein Ereignis hinzufügen. Geburtstagsfeier können wir für die beiden ja leider nicht schmeißen. Nein. Warum auch? Warum sollte man auch den Geburtstag von Babys feiern? Ja, dann machen wir vielleicht eine Tanzparty? Nein. Machen wir eine Hausparty? Warum nicht? Gastgeber sind wir alle. Und dann laden wir noch ein. Lukas Mansch laden wir nicht ein. Er ist zwar der Vater der beiden, aber er hat uns ja im letzten Part
zu verstehen gegeben, dass er sich nicht für die Kinder interessiert, aber wir werden einladen. Daisy, Leo, Bridget, Violet, Sydney. Und irgendwie kennen wir das Kind von Daisy noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen belastend, aber ist nicht ganz so schlimm. Dann laden wir einfach die ein. Ansonsten brauchen wir nichts. Das Ganze findet hier statt. Was ist denn das? Ah, das ist Daisys Haus. Das heißt auch Potter-Residenz. Okay. Und wir starten einfach zu Mittag. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Aber in Wirklichkeit müssen wir eh nicht so viel machen. Es sind ja immerhin nur Kleinkinder. Ich werde sie jetzt einfach mal hier platzieren. Einfach hier im Wohnraum, damit sie alle anschauen können und die Babys bewundern. Und dann werden sie auch hier älter. Hausparty beginnt in einer Stunde. Perfekt. Und irgendwie, was mir auch aufgefallen ist, was ich ganz seltsam finde, Emma kümmert sich von selbst nie um die Babys. Also, obwohl die in ihrem Zimmer waren, ist in der Nacht die ganze Zeit Livia aufgestanden oder Ivy hergekommen und Emma hat es überhaupt nicht gekümmert. Und ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht möchte sie doch keine Kinder mehr bekommen? Aber wir spielen eine 100-Baby-Challenge. Sie muss Kinder bekommen. Ivy, stell dich nicht so an. Füttere doch Flora einfach. Das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Und dann kannst du auf die Toilette gehen und du kannst wirklich schlafen gehen. Weil du musst dich ausruhen. Wir müssen mit dir später noch zum Markt gehen. Die anderen werden aber jetzt alle aufstehen. Auch denen geht es allen nicht so gut. Okay, Livia darf ausnahmsweise schlafen, weil der geht es wirklich, wirklich schlecht. Wo ist denn eigentlich der Kuchen? Hätte Ivy nicht einen Kuchen backen sollen? Emma, kümmere dich um dein Kind. Seht ihr, das meine ich. Emma tanzt hier einfach, während Jared sich ums Kind kümmert. Ich verstehe es nicht ganz. Und so ging es die ganze Nacht. Ich meine, er kümmert sich nicht gut drum, aber er kümmert sich wenigstens irgendwie drum. Kannst du versuchen, das Kind zu füttern oder so? Okay, ich verstehe nichts mehr. Bist du bereit anzufangen? Na klar, los geht's. Was machen die alle? Jetzt stehen die ineinander. Rose, kümmere dich doch mal um das Kind, bitte. Liebkosen. Ach, jetzt schreit das Kind auch noch. Ich verstehe nichts mehr. Wieso können die sich nicht um die Kinder kümmern? Kümmert euch doch bitte. Oh, naja. Weil Violet gekommen ist und gedacht hat, oh, ich kann mich so gut um Kinder kümmern. Und ja, kann sie nicht. Und deshalb schreien sie jetzt und hören auch nicht auf zu schreien. Kann sich bitte irgendwer darum kümmern? Und jetzt sind auch alle Gäste da. Wisst ihr was, bevor die noch weiteren Blödsinn machen? Sie haben einfach gleich Geburtstag. Oren! Ich weiß nicht mehr, ob du älter warst, aber es ist mir egal. Du hast Geburtstag. Und dann hat auch noch unsere Flora Geburtstag. Lukas hat Oren sogar ein Geschenk geschickt. Ob das eine Bestechung ist, dass seine neue Freundin nicht erfährt, dass er der Vater der Kinder ist? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wir werden das Merkmal wieder zufällig auswählen. Engelsgleich. Ja, das finde ich großartig. Das habe ich immer gern. Der sieht ja wild aus. Okay. Und dann hat natürlich noch unsere Flora Geburtstag. Welches Kleinkind hat ihm denn ein Geschenk geschickt? Oh, Lukas hat ja nicht nur die beiden Kinder. Er hat auch Sarah, Hendrik und Moritz. Die sind alle schon erwachsen. Spannend. Sarahs Mutter ist Nalani, die mit jemand anderem verheiratet ist. Hendriks Mutter ist Sioban, die wiederum mit einem anderen verheiratet ist. Und Moritz' Mutter ist Penny. Die hat zumindest keinen anderen Mann. Wow. Dieser Stammbaum wird immer, immer verwirrender. So viele Kinder, so viele verschiedene Männer. Und alle diese Männer haben natürlich noch weitere Kinder. Wie sollte es anders sein? Gut, und dann hat jetzt doch unsere Flora Geburtstag. Und Scarlett hat ihr ein Geschenk aus dem Jenseits geschickt. Ist ja auch gar nicht creepy. Dann werden wir das jetzt auch mal zufällig wählen. Sie ist auch engelsgleich. Oh, zuckersüße Zwillinge also. Und bevor ich irgendetwas anderes mache, werde ich den beiden jetzt gleich mal ein Umstyling geben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wer bist denn du? Leo. Hm. Leo ist wirklich ein sehr, sehr hübscher Mann. Also die Gene von Emma bzw. von Emmas Eltern sind wirklich, wirklich gut. Aber gut, wir gehen jetzt in den Quidditch-Sim und werden die Kleinen dann gleich mal umstylen.
und ich bin fertig. Hier haben wir unseren Oren. Er ist so unglaublich süß. Seine Farbe ist ja Gold, aber mir ist während dem Umstyling aufgefallen, es gibt gar nicht so wirklich irgendwas Goldenes. Deshalb hat er jetzt sehr viel so Gelbes oder Goldbraunes. Also ich hoffe, das wird besser, wenn er dann älter wird, aber ich finde, er ist wirklich sehr, sehr süß geworden und ich freue mich schon so, mit ihm weiterzuspielen. Also wie auch beim letzten Part habe ich auch jetzt noch keine Ahnung, in welche Richtung seine Reise gehen wird, aber ich finde ihn schon mal unheimlich süß. Und hier haben wir unsere Flora. Bei ihr habe ich ja im letzten Part vorgeschlagen, dass wir ihr die Farbe grün geben, weil eben Flora und die Flora und deshalb dachte ich eben, da passt grün sehr gut. Was aber natürlich ein bisschen blöd ist, weil Ivy hat ja auch grün. Und deshalb habe ich mich jetzt umentschieden. Und zwar habe ich mich für das entschieden, was die liebe Nabru vorgeschlagen hat. Und zwar hat sie in die Kommentare geschrieben, ich finde Flora sollte bunt sein. Ich denke dabei immer an die farbenfrohe Natur. Und das fand ich so unglaublich süß und deshalb ist unsere Flora jetzt bunt. Das ist ihr Alltagsoutfit. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung, ihre Nachtwäsche, ihre Partykleidung, dann noch die Badekleidung, heißes Wetter und das kalte Wetteroutfit. Also wie auch bei Oren habe ich bei Flora noch nicht so viel Ahnung, in welche Richtung die Reise gehen wird, aber ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Und hier sind wir wieder, so süße Kinder. Ja, die Party ist noch voll im Gange, also wenn man das als Party bezeichnen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wo die Kleinen schlafen sollen. Naja, vermutlich wäre es am schlauesten, wenn wir einfach Violets Zimmer umbauen. Die wohnt ja gar nicht mehr hier. Aber die Sachen werde ich jetzt einfach mal ins Inventar geben. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die irgendwann noch. Nein, das kann man eigentlich verkaufen. Die Saftbar behalte ich mal, wer weiß. Und Geige und das Ganze kann man eigentlich verkaufen. Was hängt hier noch an der Wand? Okay, die Poster können wir eigentlich hängen lassen. Oh, und da hängt noch ein Foto, das sie mit Amy gemacht hat. Ja, das verkaufen wir auch nicht. Wir haben hier so viele Sachen im Inventar. Stimmt, da ist der Computer. Den hat doch Rose gewonnen. Eigentlich wäre es natürlich schlauer, wenn wir den verkaufen. Aber Rose hat ihn gewonnen und deswegen hat sie ihn, finde ich, verdient. Dann geben wir diesen Computer einfach mal ihrem Bruder. Warum nicht? Hier, da steht was. Das Buch muss weg. Und dann geben wir ihm diesen Computer. Und Rose bekommt diesen Hightech-Computer. Oh, wie cool. Ich freue mich so für sie. Und ich sehe, wir haben hier schon wieder 1000 Sachen. Die müssen wir irgendwann mal verkaufen. Aber gut, was brauchen unsere Kleinkinder? Auf jeden Fall mal Betten. Da haben wir sogar noch zwei. Wenn sie zu Kinder werden, werde ich das Zimmer besser einrichten. Beziehungsweise ist da vermutlich Ivy auch schon ausgezogen. Dann haben wir allgemein mehr Platz. Aber jetzt werde ich das einfach mal sehr minimalistisch machen. Dann kann ich das Bett nicht an die Wand stellen? Ich habe keine Ahnung. Baby, move objects on. Gut, das Bett kommt an die Wand. Was könnten wir ihnen denn noch geben? Sie bekommen einfach so ein Puppenhaus. Sagen wir, das hat irgendjemand für sie hergestellt. Und dann bräuchten wir natürlich noch ein Töpfchen. Wobei, nein, ich glaube, wir haben hier unten noch eins. Ja, perfekt. Okay. Dann brauchen wir eigentlich gar nichts. Wie gesagt, es ist sehr minimalistisch, aber wir werden es irgendwann definitiv weiter einrichten. Und dann können die hier weiter feiern. Ich glaube, wir werden mit Ivy uns nämlich schon gleich mal auf den Weg machen zum Markt. Denn der Wettbewerb beginnt immerhin bald. Und dann kann sie noch eine Kleinigkeit essen auf dem Weg oder so. Dann nimmt sie auf jeden Fall mal... Wo haben wir denn den Kürbis? Hier. Riesenkürbis. Perfekt. Oh, der Blumenhase ist da. Ja, gut. Dann können sich die Kinder mit dem Blumenhasen auseinandersetzen. Und wir fahren mit Ivy zum Markt. Reisen ist nicht möglich, da gesellschaftliches Ereignis aktiv ist. Okay, dann müssen wir das wohl beenden. Diese Party ging wirklich sehr, sehr schnell zu Ende. Es tut mir leid, Flora und Oren, aber manchmal ist das eben so. Dann reisen wir mit Ivy hier zum Hanford-Restaurant. Und ich hoffe wirklich, dass Day den Wettbewerb gewinnt. Also ich habe noch nie gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber ich glaube, es sollte machbar sein. Vor allem, weil der Kürbis ja perfekte Qualität hat. Wenn nicht, weiß ich nicht, was wir machen. Weil dann haben wir Ivys Geschichte ja noch immer nicht abgeschlossen. Und ich möchte endlich, dass Ivy auch ausziehen kann. Deren Schwestern sind ja schon ewig ausgezogen. Wer bist denn du?
Jetzt haben wir schon wieder eine andere Bürgermeisterin. Wait, ist Lavina verstorben? Mit wem ist Lavina nochmal verwandt? Mit Jared, weil Jareds Vater ist Raoul, genau Lavina. Ableben noch Altersschwäche, oh. Und das sind die anderen Kinder von Raoul, die hatte ich schon ganz vergessen. Der Stammbaum ist schon so riesig. Echt Wahnsinn, was wir uns da erarbeitet haben in der Zeit. Und hier unten haben wir auch schon ein Kind, der kleine Oren. Und niemand kennt ihn. Ja, wir müssen Daisy definitiv bald besuchen gehen. Es kann nicht sein, dass niemand ihr Kind kennt. Aber okay, wann beginnt denn das Spektakel? Und zwar um 15.30 Uhr. Ivy, in der Zwischenzeit könntest du eigentlich eine Kleinigkeit essen. Iss einfach mal eine Blaubeermarmelade. Und dann können wir hier mal handeln, Objekte verkaufen. Perfekt. Uns geht das Geld nämlich bald schon wieder aus, tatsächlich. Zumindest Kim lebt noch. Ich meine, Ivy und Kim verstehen sich zwar nicht, aber Kim lebt zumindest noch. Wieso ist sie inspiriert? Ach so, nahrhaftes Dosenfutter, weil ausgezeichnetes, eingemachtes Essen gegessen hat. Eingemachte Nahrungsmittel von solch hervorragender Qualität lassen Ivy über sich hinauswachsen. Oh, das ist voll süß. Okay, wir bekommen keinen Rabatt. Wie sollte es anders sein? Kim hasst uns einfach. Aber dann werden wir mal alles verkaufen. Die ganzen Marmeladen, Milch, Fleischersatz. Nicht den Riesenkürbis, den brauchen wir tatsächlich. Aber Schokobeere, Tomatensauce, Vitaldünger und würziger Pilz. Riesenkürbis aber nicht. Perfekt. Und wir bekommen nur 700 Simoleons. Das ist tatsächlich gar nicht zu viel, aber was sollen wir machen? Oh, perfekt. Der Markt von Finchwick hat begonnen. Gewinne großartige Preise, indem du am Wettbewerb teilnimmst. Also, Riesenfeldfruchtmarkt. Reiche deine größten Riesenfeldfrüchte ein, um dich mit anderen zu messen. Ja, perfekt. Ich hoffe, dass es jetzt alles funktioniert, weil irgendwann hat es ja nicht funktioniert, aber ich glaube, das war wegen dem falschen Kuchen. Beitrag einreichen. Perfekt, Ivy. Los geht's. Reiche deinen Beitrag ein. Wir müssen immerhin gewinnen. Ich bin so enthusiastisch und noch langsamer kann Day nicht gehen, oder? Und dann reichen wir den Riesenkürbis ein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schade, dass Lavina nicht mehr Bürgermeisterin ist. Da hätten wir sicher einen Pluspunkt, weil sie ja sowas wie unsere Stiefoma ist. Aber der Kürbis ist von perfekter Qualität. Und hat 31 Kilo? Das ist ganz schön riesig für einen Kürbis, oder? Ein rundes, meist oranges Fruchtgemüse mit glatter oder leicht gerippter Schale, das an Halloween auch gerne zu Dekorationszwecken verwendet wird, ja? Das ist die Beschreibung für einen Kürbis. Oh, und da sieht man, hä? War da nicht gerade eine andere Bürgermeisterin? Maya Greenberg. Hä? Haben wir schon wieder doppelte Bürgermeister? Ich dachte, das wurde behoben. Und wer ist das? Lukas Krämer ist der Lebensmittellieferant? Das ist doch eine Lüge. Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Aber die Bürgermeisterin scheint begeistert, versuchen Richter zu bestechen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber stellen wir uns mal lustig bei ihr vor. Sie hat nämlich einfach blaue Haare. Oh, die mögen sich nicht. Wieso mögen die sich nicht? Ivy, du musst dich besser einschleimen. Oh, wow. Wir sind ihr Antischwarm. Und sie ist seltsam. Ja, gut. Das ist nicht gut, Ivy. Schmeichel ihr einfach mal. Und dann sollten wir sie vielleicht in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wen haben wir denn hier? Das ist Lukas Krämer. Er ist der Lebensmittellieferant. Und was ist dann Raoul? Sophie ist verstorben? Oh nein, Sophie Peters war doch die, von der wir die Farm übernehmen wollten. Ja, okay, aber dann können wir noch immer sagen, dass Ivy die Farm einfach geerbt hat. Das wird dann halt die Storyline. Finde ich sehr, sehr schade. Aber anders ist sich das leider nicht ausgegangen. Irgendwie werden da gar keine anderen Kürbisse eingereicht. Also ich warte schon wirklich, wirklich lang. Kommen keine anderen Kürbisse und hier gibt es auch keinen Kuchen. Ich verstehe es nicht ganz. Aber zumindest scheint Maya unseren Kürbis zu lieben. Ja. Ivy, wie wäre es, wenn du dir hier einfach eine Kleinigkeit zu essen bestellst? Bestell dir einfach mal Fritten, während wir warten, bis der gewinnende Kürbis verkündet wird. Unserer ist der einzige Kürbis, der muss doch gewinnen. Der Abschlussball beginnt. Es ist Zeit für deinen Abschlussball. Style dich auf und rocke die Tanzfläche mit anderen Highschool-Schülern. Wirst du teilnehmen? Wir haben leider keine Zeit. Oh nein, jetzt müssen wir den Abschlussball überspringen. Haben die beiden noch einen? Nein, haben sie nicht. Schade.
Weil sie haben genau in einer Woche Geburtstag und ja, das ist wirklich blöd. Jetzt waren wir mit den beiden gar nicht mehr am Abschlussball. Dabei hätte Jared sicher so viel Spaß am Abschlussball gehabt, aber naja. Und jetzt naht auch noch Emmas Geburtstag. Oh ja, Emma hat tatsächlich schon übermorgen Geburtstag, also am Montag, wird sie dann aber erst zur Erwachsenen. Also sie ist noch immer eine junge Erwachsene und dann wird sie erst zur Erwachsenen. Was wirklich seltsam ist, denn eine Woche später wird Ivy schon zur Erwachsenen und Day ist ja eigentlich Emmas Kind. Also ich verstehe nicht ganz, irgendwas ist da schiefgelaufen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber damit müssen wir jetzt eben leben. Und wann erfahren wir endlich, ob wir gewonnen haben oder nicht? Ich warte einfach noch ein bisschen. Ich meine, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Was wünscht sich Ivy hier eigentlich? Mit Stella plaudern. Oh. Stella war doch Violets Freundin, also eine Freundin von Violet, als sie noch jünger war. Das ist süß. Ivy mag Retro nicht. Ja gut. Das Festival endet in einer Stunde. Beende alle Aktivitäten, bevor es schließt. Vergiss nicht wiederzukommen, wenn das Festival erneut stattfindet. Ja, Ivy, dann geh mal hier hin. Ich glaube, wir haben gewonnen, weil sonst gibt es keinen Beitrag. War das bei euch auch schon mal? Ja, wir haben gewonnen! Finchwick-Marktauszeichnung, ein Mega-Vitaldünger und ein Band für den ersten Platz. Und wir haben gewonnen! Abgeschlossenes Bestreben. Wir haben es einfach geschafft, Ivys Bestreben abzuschließen. Unglaublich! Tiere und Pflanzen sind ganz schön anspruchsvoll. Sie erfordern Liebe, Aufmerksamkeit, Geduld und manchmal sogar Simoleons. Ivy hat bewiesen, dass Day die ultimative Landschaftspflegerin ist. Verdientes Merkmal Naturversteherin. NaturversteherInnen haben eine bessere Beziehung zu Tieren, sodass deren Tiere ein längeres und glückliches Leben führen. Hasen und Vögel bringen denen mehr Geschenke. Day können auf einzigartige Weise mit Pflanzen interagieren und deren Ernte fällt höher aus. Außerdem erhalten Day kostenlose Lebensmittellieferungen und wenn Day in Hanford und Bagley wohnen, einen Rabatt auf deren Rechnungen. Wie cool ist das? Aber wir werden gleich mal ein neues Bestreben wählen. Was könnten wir denn nehmen? Irgendwie wäre es halt cool, wenn wir wieder was nehmen mit Natur, Outdoor-Fan, Zaubertrankproduzentin, freiberufliche Botaniker. Das wäre doch cool. Ja, nehmen wir einfach mal das. Wir werden ja mit Ivy sowieso nicht mehr aktiv spielen. Also im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich ausziehen. Aber ja, das passt doch gut. Ivy ist jetzt in Wirklichkeit, glaube ich, glücklich. Tatsächlich fühlt sie sich gerade unwohl, weil sie ist müde und sie stinkt. Und Day wollte gerade mit irgendeinem schönen jungen Mann sprechen. Ich glaube mit dem. Louis Brown. Der ist doch sicher mit Stella verwandt. Der ist doch süß. Ja, dann stellen wir uns einfach mal freundlich bei ihm vor. Für Ivy hatten wir bisher ja noch keine Love Story und wir wissen ja auch gar nicht, auf was Day steht. Mann, Frau, egal was. Oh mein Gott. Liebt er uns? Louis steht auf Ivy. Wie süß ist das? Ich meine, wir finden, er ist ein bisschen wahnsinnig, aber sie kennen sich ja noch nicht wirklich. Vielleicht ist das einfach nur der erste Eindruck. Und ich glaube, Ivy kennt es halt einfach auch nicht, dass mal jemand Interesse zeigt. Oh, das wäre doch auch so süß. Weil, wie gesagt, den nächsten Part verbringen wir ja dann mit Ivy und vielleicht können wir dann zwischen den beiden eine kleine Love-Story einfädeln. Schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, das wäre sehr, sehr süß. Louis, du bist einfach niedlich. Ich schaue mal schnell, ob du verheiratet bist und ob du 1000 Kinder hast. Er ist Mixer. Ist er hier Mixer? Hat er Kinder? Wie schaue ich denn das jetzt? Ich weiß gar nicht. Ach so, da. Keinen Ehegatten, keine Kinder. Perfekt. Also, mit dem könnten wir Ivy verkuppeln. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald.